Wie viel Platz brauche ich mir dann? Mal gucken. Ich guck mal, komm, doch, geh mal weg da. So, wann kann ich nächste platzieren? Warte mal, bevor du irgendwas machst. Das packt einfach ein Bett rum. Warte mal. Ach ja, geht ja nur, wenn der eine Station ist. Müsste mindestens hier sein. Wie man platzieren muss, einfach mal testen. Aber ja. Okay. Ich will ein Schwimmschiff-Ding haben. Sieht mega geil so aus. Das ist das scheiße. So. Weiter auf Nord auf jeden Fall. Da, genau. Könntest du mir bitte die letzte abreißen? Freight Station. Ja. Genau, danke. Aber ich bin dafür, dass wir die halt genau so platzieren. Also, entweder hier platzieren oder ein kleines bisschen weiter rechts. Und zwar die Bahnstation. Und dann halt ohne Freiding. Weil es geht einfach nicht, Matze. Wir haben aber zwischendrin drei Platten frei. Es würden zwei reichen. Drei Platten frei? Es würden zwei reichen? Wir haben drei Platten zwischen den beiden frei. Ich will die gerade auch. Weil wenn man mit Dingen zum Liften arbeitet, weil wir haben aktuell zwischen den beiden hier drei frei. Achso, ja. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall mindestens noch eine Platte frei. Und ich glaube, hinten könnte man reintisch auch noch eine Platte nach hinten gehen. Da sind schon zwei. Ja, ich bin halt nicht unbedingt für die Freidinger da, also für das da. Guck mal, wie es aussieht, mach mal hin. Ich würde es gerne wissen. Was hin? Ja, die Dinger sind Bahnstationen hier, aber halt mit Abstand und klein. Ja, ich würde aber gerne. Ja, das ist einfach mal, ich will wissen, wie es aussieht. Das ist das Einzige. Wir müssen es ja nicht so machen. Hä? Erzähl ich es halt. Ich will nur wissen, wie das aussieht. Dann die Bahnstation. Ich will wissen, ob das Ding hier, wenn das Ding hier neben da dran geht, ja? Hä? Wo ich gerade rausstehe. Also, so. Du musst dich navigieren. Weiter links. Weiter. Stopp. Warte. Stück weiter rechts. Oder links, von dir aus. Stopp. Weiter zu mir. Weiter. Oh, jetzt die Frage. Einmal noch, komm, einmal noch weiter und dann platzieren. Ja. Okay. Ich komme noch ein bisschen näher ran, weil es gerade schwierig ist, einfach nur mal kurz gucken, ob es überhaupt gehen würde. Warum gibt es jetzt wieder nicht? Jetzt haben wir. Ernsthaft? Wie riesig ist das? Noch eins. Nico? Danke. Ja, aber merkt ihr genau, wo es bis ja, uns jetzt geht? Gut. Da? Weiter zu mir. Links von dir aus? Ja, stopp. Jetzt weiter zurück. Ja. Zumindest das geht. Warte, ich will kurz was testen. Was wäre? Wenn hier kein Verscheißfundament hinsetzen? Nee, du hier oben drauf? Nee, Matze, du kannst ja nicht in etwas reinplatzieren mittlerweile. Das aber das wird perfekt dazwischen passen. Komm schon, das ist nur eine Platte. Ich sehe das doch, dass das nur eine Platte ist. Yeah! Das wird vor allem loser platzieren, ja, die Scheiße. Ja, aber die haben dieses Raster. Boah, das Raster kann ich logischerweise nicht nehmen. Echt, eigentlich ganz gut passen, so von der Höhe auch. Ja, Mann, das liegt gerade, das könnte sogar ziemlich geil sein. Das habe ich auch zwischendurch schon probiert vorher, aber ja, nee. Was wäre, wenn wir doch hier einen Zug durch? Das war auch scheiße. Würde halt mega passen, weil guck mal, Gleis 1, Gleis 2, Gleis 3, er schon. Ah, aber bringt halt nicht viel, leider. Oh, ist das böse Spiel, ich hatte dich dafür. Das hier geht in den Chat. Nee, geht nicht. Ich wollte schon sagen, Alter. Wenn das nicht geklappt, ich gekündigt. Der muss doch gehen, das hast du vorher auch schon geschafft. Nee, das war einfach nur über Ding jetzt einfach nur. Alter! Böse, Alter. Ach so, du hast gerade die Empty Station genommen. Das ist so böse, ne, oder? Drücke E zum Konfigurieren von Empty Plattform. Geht nicht. Ich kann sie nicht konfigurieren. Alter, wird so gut reinpassen, die Kunde. Oh, ja, aber ich weiß nicht, ob wir da jeweils die Kurven hinbekommen. Also. Ja, die Frage ist, bringt es überhaupt uns was? Weil wir eigentlich das nicht, wollen die ja nicht so zurückführen. Das ist halt das Ding. Stimmt. Was. Ich weiß halt nicht, ob es gehen würde überhaupt. So, ne? Aber wäre schon geil, aber nein. Was ist doch behindert? Du wiegst ein. Ah! Riesen Collider. Noch was für
gemacht. Ja, halt ohne, ist das so. Weil dafür jetzt so Platz verschwenden, ist das doof, ne? Ja. Ist jetzt aber die Frage, wo genau platzieren wir die Bahnstation? Ja, da wo du vorhin war. Oder meinst du, die näher ran an die Wand? Also, meiner Meinung nach sollten wir die so platzieren, dass wir am besten, finde ich, noch Wände platzieren können. Und nicht... Also, gut, wir könnten entweder so platzieren... Wände können wir auch ähnlich platzieren wahrscheinlich, oder? Nach lauter, wahrscheinlich wie dem Collider-Scheiße. Doch, klar. Ja, aber... Meinst du, angenommen, wir würden... Ja. Das hier wäre die... Ja. Die Wand da. Ja? Hier. Mhm. Das würde genau hier sein. Dann können wir die Wand logischerweise nicht platzieren. Weil da zu wenig Platz ist. Ah, genau. Und nur mit der Schiene könnten wir rein theoretisch nur Öffnung machen quasi. Genau, und wenn wir die Bahnstation genau ein Ding nach links platzieren, von mir aus gesehen jetzt. Ja. Dann können wir hier Wände hin platzieren. Weil so ist halt unfassbar offen. Ich glaube, das sähe nicht wirklich gut aus, tatsächlich. So viel offen. Das heißt, ich würde auf jeden Fall... Als hat er nach rechts gehen. ...darauf gehen. Je nach... dem... was? Eins weiter nach rechts? Ja. Wir haben zwei Platten frei bis zur Wand. Eine Platte weniger, haben wir hier weniger Freiraum und können immer noch die Wände zu bauen. Aber der Collider hört ja genau hier auf. Ist jetzt die Frage. Also, ja, ich würde es... Also, man könnte es hier platzieren. Das hier endet. Das wäre jetzt mein Vorschlag. Nee, aber da geht ja keine Wand mehr hin. Weil, hier auf die Ecke steht, kommt doch die Wand hin. Wenn das Ding hier steht, ist es genauso wie bei den scheiß Sprungbrettern und so scheiße, dass wir da keine Wand mehr platzieren können. Ja, man hat doch trotzdem Platz. Warte. Nein. Ja, aber test doch. Oh, das ist da, Nico. Weil da haben wir noch eine Plattform frei, wo wir drauf bauen können. Hier nicht. Ja, ich werfe mal probeweise, aber nicht genügend Freiraum. Gut, dann. Und jetzt sind wir zwei weiter rüber. Ja. Okay. Und zwar. Ja. Warte, ist jetzt nicht so richtig. Nicht. Also, nicht da. Krass. So, meine ich das. Ach so, also ich ganz krass an die Wand. Ich habe jetzt mit mir nach Platten gerechnet. Ach so, nee. Aber also, so klein ist, weil jetzt aktuell haben wir halt immer. Aktuell ist das Ding immer genau auf der Platte, ne? Aktuell sieht es auch ziemlich geil hier aus, weil es nicht versetzt ist. Stimmt da wirklich? Dann wäre es versetzt. Ja, okay, machen wir nicht so. Also wir können eine Platte weitergehen, das wäre schon okay. Bei ganz ehrlich, dann kann man es auch eigentlich lassen. Also dann kann man es eigentlich so bauen, wie wir es gerade haben. Aber aktuell passt halt so gerade perfekt halt. Mal kommen, eigentlich schon. Dann platzieren wir da dran. Oh. Okay. Dann haben wir das. Eine Fortstation wieder. Genau. Dann baue ich schon mal da hinten. Warum weiß ich auch noch Englisch? Ja, ich bräuchte übrigens noch einen Computer. Und ich bräuchte Beton. Tauschen. Danke. Tschüss. Okay, aua, tschüss. Ihr habt mich schon mal geschlagen. Nicht zweimal. Das wäre schon lustig, wenn du runtergefallen wärst. Danke. Bitte. Ey. Guck weg. Bahnstation. Eins, zwei. Ich bin nicht zufrieden mit der Gedankensituation hier, ja? Fang alles an. 4, 5. Google, das muss doch eine Möglichkeit geben, die Dinge ineinander zu platzieren. Ihr Assis, ey. Doch kacke, so. Boah, das regt richtig auf, ey. Warum, Alter? Was? Leider größer. Kein Beton mehr. Was? Ich hab dir 200 gegeben und kann nichts mehr bauen jetzt. Aber ich hab schon weiter. Cool. Drei müssen, glaube ich, noch platziert werden oder so. Wo? Ah, ne, sind wir nur noch. Zwei. Bam. Zwei. Da kann ich nicht springen. Ich wusste nicht, dass die 50 kosten. Wobei, hätte ich eigentlich schon gewusst, wenn ich mir nachgedacht hätte. Ich habe nicht Kabel mehr. Kabel. Habe ich auch nicht mehr so viele von. Na, reicht. Ja, das braucht auch nicht. Ja, wer weiß. Bei Beton dachte ich auch, man bräuchte nicht so viele. Komm, plack dran. Wieder noch? Ein noch. Voll. Ja, genau. Am liebsten würde ich halt hier auch, ne? Würde halt hier auch nicht gehen, ne? Auf beiden Seiten einer Empty Station wäre einfach so perfekt, Alter. Mm. Weil es viel, viel besser aussieht. Boah, ja, Assis, Alter. Du hast nicht euch. Das ist auch so. Das ist jetzt die Frage, ab wo muss man dann die Kurve ziehen?
Welche Kurve machen? Nee, ich würde Ich würde würd einfach sagen, ja, probieren. ruhig. Zwei Platten Feuer. So, da, ja. Ja, du willst aber ein bisschen. Warte, stopp, ich würde bis hier in die Kante machen, oder? Ich bin zu wenig. Ist doch. Ah, der. Ah. Okay, nicht ganz an der Kante, Ja, stimmt. sehe ich, dass sie wie gleich sind. Die Dinger. Ja, Okay. genau. Und dann nach. Wir halt näher ran wieder, ne? Sonst könnte ich das Da. sehen. Wo fehlt der? Ich hab Turn. Hä? Warte mal. Ist falsch doch, dass Da, sie die eins, hat ja eine zwei, andere Farbe. zweieinhalb Platz. Nico? Wo ist denn Ja. das? Sie hat eine andere Farbe. Ja, machen wir mal neu dran. Ja, warte mal. Da ist die halbe, eins, zwei. Nee, oh. Es geht nicht genau so. Nicht? Okay, man Weil, hat's die gemacht. müsste ich. Nee, Oh lol! zweieinhalb braucht man. Nico, ich hab's direkt gemacht. Ja, ich hab hier schon. Ich fange schon an. Mach eine halbe. Es geht nicht. Mach. Ich. Doch, das geht. Du musst hier weiter, mach hier ein Ding. Nee, es geht Mach nicht. Das ist zu auf die kurz Hälfte. dann. Nein. Oh, auf die, wenn, ey, aber wenn du hier Platte auf die Hälfte platzierst. Ich sag auf die Hälfte. Da, wobei das könnte vielleicht dadurch Danach? einigermaßen gehen. Erst da drehen. Guck mal da. Ist going. Nur noch so ziehen dürfen, was richtig ist. Oh, noch zu wenig, oder? Oh, der Mega-Abo. Doch! Warte, nein, nicht, warte. Oh, fuck, du musst noch ein Stückchen. Du musst noch ein Stückchen rein, das war zu weit, Nico. Du darfst noch eine Viertelplatte reingehen, anscheinend. Das, ich Halbe ist darf too much. nicht. Ich hab Turn. Ja, du musst hier nochmal eine halbe rein. Also, halbe oder ein Viertel nur. Das ist das Ja. Kürzeste. Was geht? Es geht nicht. Oh. Interesting. Ich probiere mal, ne? Ja, weil du kannst keine Das. zu kurzen Schienen platzieren. Hat. Das ist das Problem. Hat. Abturnen am Arsch. So würde gehen. Ist halt nicht ganz mittig, ne? Ja, oder darf ich schon noch mal probieren? Ja, warte. Hier ist halt eine Sekunde. Halt, stopp. Als ob das jemand sich ein bisschen wendig machen will, scheiß Zug. Oder halt direkt. Ohne so ein Zwischendings. Das können wir sonst auch noch mal probieren. Ja, würde ich sogar machen, was besser ist. Muss ich Oder nicht. man. Nee, Ja, nee, geht es jetzt kommt auch gleich nicht. hinaus. Es ist immer noch die gleiche Kurve. Warte, warte. Ja, exakt gleich. Leider. Ja, okay. Ja, machen wir direkt. Probieren es mal direkt. Alter, das ist ein dummer Winkel, aber egal. Weiter zurück, weiter zurück. So, oder? Warte. Ja. Perfekt. Ja, doch. Sieht gut aus. Ich probiere mal das dritte. Aber wegen der unterschiedlichen Farbe, du Kannst du hast bitte mal recht. gucken? Ja, irgendwie strange, ne? Hä? Stimmt. Aber egal. Kann ich auch nicht Ah, keine drehen, nö. Ahnung. Egal, guck bitte, welche Plätze drauf machen, Nico. Ja. Vielleicht mehr Rein verbrauchen. theoretisch. Ja, warte schon mal. Ja. Ja, dann. Aber mach aber erstmal so inzwischen. Mach ich mal eine Platte schon mal oder zwei. Das eigentlich, bei dem wird es eigentlich gehen. Ja, So machen. probier schon mal das nächste. Dann mach ich hier zwei Platten. Man sieht echt, ob das schief oder gerade ist. Ne? Heftig. Ja, ist relativ Doch nur. schwierig zu sehen, ja. Ja, perfekt, Alter. Hier auf dem Strich wieder hier. Cool. Auf dieser Linie hier. Läuft. Aha, So, aha. oder? Ja. Geil. Da. Das haben wir alle platzieren, oder? Ja, so. Oder ein Stückchen weiter ist, ne? Ja, ist Ne, nicht so nee, wichtig. der andere ist weniger. Alles gut, passt schon. Ich glaube, ich eh kaum, gar nicht. Ich glaube sogar gar nicht.
Na doch, ein bisschen tiefer sind unsere größte Pinöcke. Cool. Einzige Ding ist. Oh, zu lang. Yep. Kann auch nicht länger gehen, Junge. Meine Schiene. So. Ist das jetzt gerade? Oh. Ach komm, zu lang. Hier muss auch noch, oder? Ach, hier ist er. Ich sehe den ja nicht. Was ist das? Ach, der hätte schlafen sollen. Oh Mann, das ist ärgerlich. Ich will das jetzt nicht sehen, egal. Das ist nicht ganz sicher. Ich will auch ein Stück von mir. Ich will echt ein Stück. Endlich wird's verkackt. Mhm. Warte, ich komme, ja. Das wird doch gerade too short sein. Da hinten. Ja, ist too short. Oh, haha. Neubauen. Wieso hat er das denn nicht gemacht? Keine Ahnung, hat er schon gemacht. Jetzt? Ja. Ja. Gut. Ach komm, zu lang. Mann, ey. Oh fuck, Nico. Warte. Ich war ganz bedacht. Das ist irgendwie anders vorgestellt mit den Schienen. Also eigentlich genau so, aber wir verbinden, das weiß ich auch so meins. Also ich bin hier in Hilbert mit den Schienen, die jetzt wieder kommen. Jetzt sehe ich erst die Problematik, die du meinst. Mhm. Ich dachte, wir hätten viel mehr Platz. Ich dachte, wir müssen erst ab der Mitte aussplitten, aber hier sind ja schon Schienen. Genau. Ja. Jetzt, ne? Jetzt merke ich, was du meinst. Wobei ich auf den Links. Ja, weil ich ja sowieso noch nicht so ganz für die Methode bin. Warum nicht? Das ist nämlich perfekt. Yeah. Wie sonst? Also ich würde das komplett aufbauen ziehen. Ich find's halt komisch, wenn die irgendwie da hier durchgehen und so. Irgendwie ist das schon strange. Ja, ich weiß, was du meinst. Das, ne, könnte auf jeden Fall ziemlich doof werden. Weil du musst halt so eine Brücke bauen. Ich find's halt sowieso komisch, dass die fast die Hälfte der Base gehen, die Dinger, und dann da wieder rein. Deswegen. Deswegen, ja, das ist ja normal, ja. Ich würde die halt am liebsten, wie gesagt, eigentlich weiter runter platzieren. Also ein bisschen, warum also weiter da draußen. Ja, aber warum? Verstehe ich halt nicht. Weil, weiter runter. Ja, einfach aus dem Grund. Warte, welches passt denn nicht? Genau. Die äußerste Schiene, ja, muss ja wieder an die Bahnstation. Also, was sind die? Nicht an die Bahnstation, aber an die. An die. Ja, wie soll ich das? An die Bahnschiene, wo der Zug hier ankommt. Ungefähr. Ist er ja momentan. Nee, im Sinne von. Wir machen ja. Ach so, von hinten rum, also die von da hinten quasi, muss hier irgendwann hier vorne wieder drauf kommen. Genau, also wir müssen ja hier einen Rückweg bauen. Ja. Deswegen würde ich die da mit den drei anderen da rausführen, nach links direkt. Und dann. Ja. Ich hab noch eine andere Idee. Es muss ja natürlich diese Schiene wieder da entlang führen, wo der Zug von der herkommt. Ja. Und das bedeutet, der muss unter dieser Schiene durch, unter dieser, unter dieser. Ja, das hast du so gemacht. Alles mega behindert. Warum machen sie sich ganz viel einfacher, Nico? Weil, ganz ehrlich, wir werden doch eh. Ich weiß nicht genau, wo die alle hinfallen werden. Das ist das andere Problem, das wir ein bisschen haben, ne? Ja. Yep. Aber wir werden zum Beispiel. Öl hinter oder zu unserem Zweitbase werden wir keine vier Schienen legen. Wir werden nur zwei legen, einer für hinten und einer zurück. Warum machen wir nicht einfach, dass wir auf zwei Schienen fahren und quasi vor der Base zwei Schienen auf die vier aussplitten, um einfach in die verschiedenen Zustationen reinzufahren? Ja. Und dass wir dann hinten wieder auf zwei Schienen gehen, quasi, ja. Und die Schienen dann einfach auf zwei Schienen bleiben. Die gleiche Methode wie eben. Nur, dass sie nicht auf die Schiene drauf gehen, ja, wie vorher. Sondern dass die beiden einfach hier zwei Schienen nach draußen wieder fahren. Und dann auf die zwei Schienen drauf, die wir standardmäßig haben. Was? Das ist, ja, okay, was ich gerade auf Easy gedreht habe, das ist belastend. Weil, wenn man zum Beispiel hinten, also wenn wir draußen mit zwei Schienen, ne, zwei Schienen haben. Zwei Schienen? Also eine Schiene nur. Stimmt, wir brauchen eigentlich sogar eine Schiene, lol. Aber angenommen, wir würden alle vier auf eine Schiene hinten machen, ja? Ja. Eine Ausfahrtsschiene quasi, ja, wo man ausfährt. Die Schiene würde ich dann einfach einmal wie ganz vorne geplant hinten rumführen. Ja. Und dann hier lang.
neue Schiene, die fünfte quasi, was die Schiene nach draußen ist. Also vier rein, weil wir ja vier Haltestellen haben, wohin müssen. Und eine als Ausfahrt. Und wenn wir jetzt zum Beispiel draußen, außerhalb, zum Beispiel jetzt zum Öl hin, ja? Da würde ich zum Beispiel zwei Schienen legen nebeneinander. Eine für hin, eine für Rückfahrt. Oder würde ich die Schiene, die einzelne, die hier rausgeht, einfach auf die Schiene für die Rückfahrt drauf tun. Und die eine Schiene auf ein bis vier Schienen aufsplitten, je nachdem, wie viele Züge da drauf fahren. Alter. Ratter, ratter, mein Nico. Ja, hab jetzt nicht. Scheiße. Okay, aber. Okay, probier es mal so. Also, zwischen der Base und Öl zum Beispiel. Mach einfach ein Beispiel Öl, ja. Ja. Haben wir zwei Schienen, okay? Ja. Eine Schiene, die vom Öl hierher kommt. Und die andere schweißt zurück. Ja, genau. Die herkommt, geht auf eine von den Schienen hier dran. Die wird hier angeschlossen, um zu einer Station zu kommen. Also, wir nehmen mal die, okay. Ja. Das heißt, kommt hier an, ja, geht da rein. Genau. Okay. Nur mal angenommen, wir würden da jetzt aber sagen, okay, da ist gerade die Schiene, ist gerade, wir haben die Schiene, ja. Und sagen, okay, wir holen jetzt von unserer Zweitbase einen LKW und knüpfen die an die Schiene an vom Öl, weil die eh auf dem Weg ist, ja. Wieso nehmen wir jetzt einen LKW, Matze? Hast du LKW gesagt? Ja. Wusstest du nicht, dass LKWs auf Schienen fahren? Alter. Egal. Auf jeden Fall, wenn wir den Zug auch haben. Oder sagen wir einfach mal Öl. Mach lieber nicht ganz so kompliziert, ja? Der Öl, LKW, Zug. Also, der Ölzug, ja? Hält jetzt ja. Noch bei Kohle. Weil wir halt auch noch Kohle brauchen. Ja? Okay. Bei Kohle, zwei, oder wie auch immer, ja? Ja. Dann ist eh belastend. Aber egal, nee, passt doch. Wir rechnen mit zwei Zügen, okay? Das ist besser. Also wir haben am zwei Züge gefahren. Einer hält an Öl, einer an Kohle und beide fahren über diese eine Strecke, über diese eine Schiene hier zurück, okay? Okay. Dann würden wir diese Schiene auf die hier und die hier aufsplitten. Okay. Als Beispiel. Ja? Das heißt, wir hätten für eine auf zwei Schienen. Mhm. Und dann haben wir jetzt eine Schiene, die hinten rausgeht, also die beiden Zugstationen werden dann wieder zusammengeführt auf einer Schiene, die auch ja. Schiene nach draußen ist, ja? Okay. Die dann hier als fünfte laufen nach draußen, dass nichts blockiert wird. Und die geht auf die Schiene drauf, die dann wieder zum Öl hingeht, quasi, die frei ist. Und die können wir, dann haben wir wie eine Straße quasi, Hinfahrt und Rückfahrt, weil die fahren eh hintereinander die Züge, scheißegal. Und hier splitten wir nur die Schiene, die zu uns kommt, splitten wir einfach bis auf hier auf, dass die Züge sich aussuchen können, wo wir halten wollen. Und die eine Schiene wird dann, die gehen dann alle wieder auf eine Schiene zurück und die fährt dann wieder weg. Und das wäre halt mega platzsparend, da die hintereinander von blockieren sich normalerweise auch nicht. Und wir könnten perfekt noch eine Schiene reinmachen, ohne dass wir irgendwelche Probleme bekommen. Ja, aber ich finde das mit dieser das noch einen Schiene mag ich nicht, tatsächlich. Aber warum? Das ist doch voll geil. Weil es eigentlich unnötig ist. Nein, relativ. Weil, ja, du wirst doch nicht einen Zug hier wieder ausschicken auf so eine Schiene, wo gerade ein Zug ankommt oder so. Das wär nee, das cool. Nicht, aber... Ja, wäre besser, als wenn wir vier Schienen außenrum an der Base irgendwie langkloppen müssen und dann hier vorne wieder drauf. So müssen wir hier manchmal Schienen kreuzen. Wir müssen die nur ausblitten und wieder zusammenführen, das war's. Quasi haben wir durchgehend nur zwei Schienen, eine hin, eine zurück. Die vier ist die hin und die hier ist die zurück. Warte. Warte, ich muss jetzt aufhören, deswegen, nicht, ne, aber eigentlich perfekt. Also quasi ist, weil die vier, die hier reingehen, ist quasi die hin, Zurückstrecke hierher. Mehr ist es ja nicht. Nur, dass wir halt auf vier, dass wir die jetzt auf vier Stationen aufgesplittet haben, weil ja, ne, die vier Möglichkeiten brauchen zum Anhalten. Und das ist ja immer noch, eigentlich immer noch nur eine Schiene, in Anführungszeichen. Und die andere einfach zurück. Also ich würde es definitiv so machen. Also ich glaube, bessere Lösung gibt es gar nicht. Das ist eigentlich perfekt. Also ich bin davon zu 100% überzeugt. Ja, ich weiß noch nicht so recht. Ja, wie sonst, das ist einfach so, weil so können wir alle vier Zugstationen zusammenführen auf einer Schiene, die rausgeht. Und sonst müssen wir vier oder zwei Schienen, wie auch immer wir es machen wollen, irgendwie außen um die Base und dann wieder auf die drauf, wo die herkommen. Und wir wollen doch eh auch zwei Schienen quasi, zwei Schienen haben oder eine hin und eine zurück zu den Sachen. Nicht ja, nur genau. Eine Schiene. Das heißt, ne, bevor wir das dann irgendwie so machen müssen, weil du musst ja irgendwie auf die eine Schiene draufkommen und warum die nicht direkt schon zusammenführen? Weil wir können die auch außen rumführen und dann da wieder raus. Aber ich finde das eigentlich gerade perfekt, wenn die wieder hier rausfahren, die Züge. Ich habe eine Idee. Komm mal bitte mit. Ja, ich meine, ich jetzt. Ja, ich meine. Geht ganz, ganz schnell, ja. Also. Weil ich finde es halt perfekt, weil so fahren die da rein und wieder raus, weißt du? Das ist wie
weil unten bei den LKWs, ja, da fahren die auch da rein und wieder raus. Das ist doch wie einer, oder? Ja, die fahren nicht eine Mauer drumherum halt. Egal, auf jeden Fall. Wo sind wir überhaupt? Unten. Ganz unten? Yep. An der Base. Oh, Miau. fuck. Klatsch. Stromausfall. Das wäre schon nice. Ja, das ist Auf jeden lustig. Fall, wir Ja. führen die hier zusammen. Also entweder schon in Ja. der Base oder hier ungefähr. Zusammen, Also nee, im Sinne von, wie auf du es müssen. vorgeschlagen hast, Ja, achso, eine Schiene geht rein und wird dann auch hier aufgesplittet, weil die ja zu vier verschiedenen Stationen müssen. Nee, nee, nee. Also, wie folgt. Es hieß ja der Input. Oh, ich berechne durchgehend damit, dass das ja der Ja, das Output ist ist. jetzt das Output. Haben wir keine Zeit. Ja, das ist halt jetzt Ja, okay. das Output. Hier Also kommt angenommen, raus. genau, das Output. Dann führen wir zwei Schienen zusammen, sodass wir nur noch zwei Schienen haben. Ja, Ja? okay. Wie wir zu Anfang hatten. Genau. Ja. Und dann führen wir die hier über uns entlang. Gut, wir müssen halt gucken, wie es passiert Und außerhalb mit der Base sind Space quasi auf den Station. Schienen, wo die Feuer waren, oder Und wie? dann hier entlang. Und führen die dann, wie gesagt, nach unten ein bisschen, sodass die unter den anderen Schienen durch könnten. Und dann zwischen. Ja, aber warum so umständlich? Das verstehe ich ja nicht. Warum einmal um die Base herum? Wir müssen nicht um die Base herum, man sieht es nicht, sieht scheiße aus. Lass die Dinger einfach so da, Ja, ne? Und das braucht man musst du einfach nur so oder rein und wieder so. Du raus. musst sowieso außerhalb der Base ein bisschen bauen. Das Ja, schon, aber aber da nur wenig. minimal. Und zur Not ist das ein minimaler Überhang von ein oder zwei Platten, die man Wobei, rein durch sogar noch verstecken könnte. man muss aber dazu Bei sagen. meiner, wieso mit einer Strecke nur? Ich muss auf das Essen gehen. Ja, aber du musst vier Outputs von Zügen zusammenführen und rückwärts, also nicht rückwärts, aber genau wieder rein. Wie willst du, was für eine große Kurve willst du da bauen? Oben. Ja, gut, bei den zwei Dingen ist das überhaupt gleich, ob wir jetzt mit einer oder zwei Schienen rausgehen. Nee, Wir aber. können auch da mit zwei Schienen rausgehen, die zwei dann auch auf eine verbinden, weil wir brauchen eh eine Schiene, die rausgeht. Im Endeffekt, weil wir ja oft nur eine hin, eine zurück haben. Wir haben keine zwei hin und zwei zurück. Das ist halt das Ding. Das heißt, wir haben zwei verschiedene Strecken. Das wäre dann noch was anderes. Aber das kann man dann immer noch auf den Strecken nehmen, das kann man irgendwelche Kreuzungen bauen, wo es abgeht zu irgendwelchen anderen Orten. Erstmal egal. Das Problem ist, lässt sich das halt so schwer planen oder man macht das mal in Minecraft Egal, oder ich werde es so. essen, Nico, und wir tun es auch auf Screen dann testen, würde ich sagen. Einfach mal und sehen ja dann, wie groß das wird oder was besser ist. Und ja. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zu einem weiteren Stream von Division of Space. Ciao!